Guten Tag auch, Leute. Herzlich willkommen hier wieder bei Abgefahren. Ich bin's, der Duki, und wir zocken eine Runde die Dauerschleife. Episode 3 oder 4, wenn ich mich nicht irre. Ne, Nummer 4 ist es, glaube ich, ne? Genau, wir hatten den Ferrari in der Episode 3, den Ford Mustang in der 2 Classic Edition und in der Folge 1 den Ruf RGT. Hier Folge 4 mit dem BMW M, verdammt nochmal 6. Ja, wundergeiles Auto, wunderschön, die 2013er Edition. Richtig Bums unter der Hütte und ein, wie ich finde, sehr geiles Auto, ja. Ich meine, guck mal, wie böse das Heck aussieht. Und auch von vorne kann er sich wirklich sehen lassen. Wunderschön, wir springen mal fix in den Innenraum, gucken uns den an, der sieht nämlich auch ganz schnieke aus. Ja, alles vorhanden. Das M-Lenkrad sieht schön griffig und fett aus, so wie es sich gehört. Hier eine schöne Ledergarnitur, in der wir uns reingeflezt haben. Die Mittelkonsole sieht knorke aus, ist alles ganz taco, ganz Bombe. So, da, wir sind aber nicht zu gucken hier, würde ich mal sagen, ne? Wir richten uns mal eben geradeaus. Geradeaus richten wir uns. So, und ihr wisst ja, Dauerschleife, ein, zwei schnelle Ründchen, so schnell wie es uns möglich ist, ohne Unfälle zu bauen natürlich. Das ist die Priorität, weil so ein Ding kostet mal eben 180.000 bis 200.000 Ocken und die haben wir nicht so in der Portokasse, ne? Da muss das schon, ja, da müsste man schon im Lotto gewinnen, damit wir hier bedenkenlos heizen könnten und selbst da wird es dann nach drei, vier Autos knapp. So, naja, ihr wisst ja, ihr kennt das Spiel, ich rase über die Döttinger Höhe und unter der Brücke geht die Zeit los. Ich blende mal eben den Kollegen für euch ein, damit ihr seht, wie schnell wir sind und so weiter und so fort. Wir haben eine, jawohl, wir haben eine Startautomatik, haben den Knopf gedrückt, treten aufs Gas, 3000 Touren und lassen die Startautomatik los und dann geht's ab und zwar in 3, 2, 1, jetzt! So, wir beschleunigen, sind auf 100 km/h. Und wie gesagt, sobald wir unter der Brücke herfahren, geht die Zeitmessung los. Ab da versuchen wir fehlerfrei mal ein Ründchen zu drehen. Das möglichst schnell natürlich, ja. Und ohne uns selber dabei zu drehen. Das wäre natürlich ungut. Nicht so toll. Unfein. Oder auf Hochdeutsch gesagt, scheiße. So, jetzt müssen wir direkt schon aufpassen. Wie gesagt, hier unter der Brücke geht die Zeit los. Zum dritten Mal jetzt aber auch. Und wir fahren ein bisschen langsamer mal hier. So. Will er trotzdem noch ein bisschen quer. Wir kommen ganz leicht aufs Grün. War schon mal sehr riskant. So, wir müssen hier auf die Bremse steigen. Die Curbs sollte man eigentlich nicht mitnehmen. So, haben wir die erste Hürde schon mal geschafft. Oh Mann, der ist aber hecklastig. Der ist sehr, sehr hecklastig. Kommt schnell von unter ins Übersteuern. Muss ich natürlich auch erst ein bisschen reinfinden in die Karre. Aber der ist wirklich auf dem Heck sehr präsent, gerade im zweiten Gang. Das haben wir auch vorhin auf der, unter der Brücke gesehen, dass wir da selbst im fünften Gang bei der richtigen Belastung quer kommen. Und hier kommen wir aus dem Untersteuern nicht raus. Es schiebt uns raus auf die Rasenkante. Zum Glück nicht in die Kante, die etwas metallener aussieht. Und hier kommen wir quer. Mein Gott, was ist denn hier los? Ich habe das Gefühl, mir fehlt jegliches Feingefühl in der Beherrschung dieses Fahrzeugs. So, jetzt mal ein bisschen Concentration in the Nation. Nicht zu früh aufs Gas, jetzt können wir drauf und selbst da waren wir auf dem Grünstreifen. So, jetzt heißt es hier aber treten. Vorm Sprung bremsen, ich glaube noch nicht, bei 216. Komm, dann gehen wir jetzt auf die Bremse. Zack, mit 160. Oh, ist ihm schon zu viel, ist ihm schon zu viel. Wir gehen quer und schlagen das erste Mal ein. Ja, damit ist die Tour eigentlich schon beendet. Unsere Karre ist im Arsch. Das ist ein Schaden von bestimmt locker 8000 Euro, den wir da reparieren müssen. Da ist Smart Repair nicht mehr angesagt. Und ich überquatsche jetzt hier einfach meinen Fehler und wir tun so, als wäre nichts gewesen. Wir müssen hier stark in die Eisen. 170 km/h und wir sind ganz stark an der Grasnarbe entlang geschrappt. Ganz knapp. Also der ist echt, man merkt, dass das ein schweres Schiff ist. Ich meine, ist natürlich kein Supersportwagen, von der Leistung her vielleicht schon, aber das Gewicht macht dem Ganzen natürlich einen Strich durch die Rechnung. Der wiegt ja bestimmt 1,8 oder glaube ich, ne? 1,7, 1,8, sowas. Wird ja wohl kommen, vielleicht auch nur 1,6, aber das ist ja, was heißt nur, das ist ja...
hast du früher zwei Porsche draus gemacht, ja? Ganz früher. So, und ich quatsch schon wieder viel zu viel und konzentriere mich nicht aufs Fahren. Muss hier gegensteuern wie blöd. Aber ist natürlich meine Schuld. Ah, hier im dritten Gang kommen wir leicht quer raus. Also wirklich schnell wird diese Runde schon mal nicht. Einen Unfall haben wir auch schon auf der Todesliste, kann man so sagen. Aber wir versuchen trotzdem noch das Beste hier draus zu machen. Und wenn ich sage das Beste, dann meine ich genau das, nämlich nicht. Das war das Schlechteste, was wir machen können. Wir waren viel zu schnell, haben zu spät gebremst. Und da wir eigentlich auch schon wissen, dass der Wagen eine sehr leichte Tendenz zum Untersteuern hat, wenn man zu schnell in der Kurve ist, hätte uns das schon eine Lehre sein müssen. War es uns nicht. Wir müssen eine Lehre daraus ziehen, und zwar jetzt. Ich meine, da war mir von vornherein klar, dass das nicht hundertprozentige eine Rennsau ist oder eine Rennkarre. Und man merkt ja auch, er hat sportliche Gene, er hängt gut am Gas, geht auch im dritten Gang in jeglicher Lebenslage quer. Aber man muss halt sehr früh bremsen und kann nicht wirklich hohe Geschwindigkeiten in den Kurven beibehalten. Da ist es gut, dass man die Power hat, um danach wieder rausbeschleunigen zu können. Da müssen wir die Zeit dann wieder gut machen. Aber ob wir da an die Zeiten des Rufs rankommen, an die 8:24? Nein, wir schlagen hier schon wieder ein. Jawohl, es ist doch zum Mäusemelken. Ich denke an Topzeiten schlagen hier und fahr aber selber in die Wand wie so ein bekloppter Idiot. Konzentration, Duki, Konzentration. Alter Schwede. Da hätte ich auf die Bremse steigen müssen. Mann, ey. Ich traue dem Auto zu viel zu. Und kann wahrscheinlich selber zu wenig. Hier sind wir mal ein bisschen vorsichtiger. Jawohl, dann sah doch gut aus. Hier gehen wir auch mal runter. Man muss es ja nicht übertreiben, ne? Hier in den zweiten Gang runter. Der kommt direkt quer. Also, er macht beides. Entweder unter- oder übersteuern. Ja, das sucht er sich immer aus, je nach Lebenslage. Da ist vielleicht noch ein bisschen Feinabstimmung bei den M-Leuten nötig in der M-GmbH. Allerdings, wie gesagt, ein schweres Schiff. Braucht einen dicken Diesel, damit es läuft, und ist halt schwer, ne? Schwer zu befeuern, das Ding. Boah, yeah, das hat gereicht. Schalten einmal zurück. Mann. Yes. Zwar nicht wirklich schnell, aber immerhin noch abgefangen. Und einigermaßen auf letzter Rille hier gekämpft. Und da kommen wir schon wieder aufs Grünstreifen. Also dieses verdammte Untersteuern, ey. Ah, das macht mir echt zu schaffen. Und da hat man ja auch nicht viele Möglichkeiten. Du kannst dann ein bisschen vom Gas gehen und die Lenkung aufmachen. Aber in beiden Fällen bist du auf jeden Fall zu schnell für die Kurve. Und genau da muss man das Problem dann anpacken. Einfach in der nächsten Runde später bremsen. Früher bremsen, ne? Komm hier, ach Mensch. Da müssen wir so stark abbremsen, dass wir da nicht in die Bande rasseln. Mann. Ganz schön Speck auf den Hüften, so ein M6. Oh, was ist da denn los? Nicht schnell genug reagiert. Da ist er einfach mal in den Dreher gegangen, in den Karussellmodus. Klassischer Fahrfehler. Duki der Rookie hat wieder zugeschlagen. Aber wir beenden die Runde trotzdem noch einigermaßen würdevoll. Versuchen wir uns hier nicht noch einen Dreher zu leisten.
Ach Mann. Das ist doch ein Witz. Ja, da kann man sich eigentlich schon im Vorfeld für diese Folge entschuldigen. Ich meine, mir macht es trotzdem einen Spaß. Aber es ist auch dick ärgerlich, wenn man es versucht und man wird einfach nicht der Karre her. Da hat es alles so hingemauschelt, so hingeschissen. Das wollen wir doch so eigentlich gar nicht. Soll doch alles schön aussehen und wir fahren hier den letzten Crack zusammen. Mann, ey, wenn ihr auch sehen würdet, wie ich mir auf die Lippen beiße zwischenzeitlich oder wie meine Zunge rausstreckt, in welche Richtung die zeigt, oder kannst du den Eiswagen mit leer lecken? Ah, hier noch einmal. So, nur fürs Protokoll fahren wir die Runde zu Ende. Ich werde keine zweite Runde dranhängen, das ist mir jetzt gerade zu anstrengend. Puh, so ein Kampf mit dem Auto. Dieses ständige Untersteuern. Und man merkt ständig, wie groß der Mangel an meinen Fahrleistungen doch ist. Nee. Und das frustriert einen dann doch ein bisschen, so geil die Karre auch ist, so viel Spaß sie mir die auch gerade gemacht hat. Aber dabei lassen wir uns hier bei der einen Runde nur fürs Protokoll, fahren wir die noch eben zu Ende. Wir fahren natürlich nicht mit Vollspeed durchs Ziel, wir bremsen wieder ein bisschen ab hier. Mal mit 260 oder 50. Eine 9 Minuten 04. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ich meine, wir standen einige Male quer, zwei Male, beziehungsweise ein paar Mal auch auf dem Grünstreifen. Das soll so nicht sein, aber ich würde sagen, es reicht erstmal für heute. Das war's mit dem BMW M6 auf der Nordschleife. Die Dauerschleife ist vorbei in der Ausgabe 4. Ich bin der Duki bei Abgefahren. Danke fürs Zusehen, liebe Leute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.